ist wahrscheinlich der einzige. So, reicht. War sogar schneller als mit RC211V. Was auch bei meiner vorherigen Fahrt auch kein Wunder ist. Also, weiter geht's. Erst mit der Tektra Yamaha. So, das wird reichen, ziemlich sicher. Ja, bin ich sehr zufrieden gewesen mit meiner Fahrt, dabei habe ich die Schikane gut durchfahren. Also, Suzuki, es dürfte Kevin Schwanz sein. Es ist Kevin Schwanz. Eine der Legenden, die in diesem Spiel noch zu spielen sind. Okay. Weiter geht's mit der Suzuki GSVR. Diesmal in Motegi, eine Strecke, die schon seit dem ersten MotoGP-Spiel bekannt ist. Immer wieder erstaunlich, wie gut diese Zucki auf der Bremse ist. Überrascht mich immer wieder. So, dann die nächste Fahrt mit der YZR 500. Wenn ich dann den vierten Teil mal spiele, bin ich gespannt, was da für Herausforderungen zu fahren sind. Aber ich denke, der vierte Teil wird dann der mit Abstand längste Teil werden von der Zeit, die ich brauche für das Spiel. So, das reicht gerade noch so. War keine gute Kurve, das weiß ich. Und jetzt noch mit einer NSR 500. Die Gresini Honda. Ist das überhaupt die Gresini Honda? Hm. Okay, auch das geschafft. Schauen wir uns die Bilder an. Das ist Wayne Rainey. Sieht man von den Handschuhen her, von der Unterschrift. So, und jetzt noch. Bäh. Sachsenring. Kotzwerk. Also eine Strecke, die mir wirklich gar nicht gefällt. Ich glaube, die gab es auch schon im zweiten Teil. Ich mag das da schon nicht, ich mag es jetzt auch noch nicht. Das wird sich nicht ändern. Mit seinem überflüssigen, vielen Linkskurven. Ich meine, klar, es ist sehr interessant, dass es hier so viele Linkskurven gibt nacheinander. Also es ist wirklich eine Schneckenstrecke. Und ich habe schon mit der Yamaha Mühe, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was das dann mit den anderen so auf sich hat. Okay, NSR 500 als nächste.
Ich nehme jetzt mal stark an, dass es die Pons oder die Gresini ist. Es ist, so wie es aussieht, die Gresini. Ja, Gresini. Dann frage ich mich auch, was die andere NSR 500 ist, mit der 33. Letztens war der Sachsenring eine reine Honda-Strecke. Obwohl sie vom Profil her eigentlich immer zu Yamaha zugesprochen wurde, vom Layout her wegen den vielen Kurven. Aber keine Ahnung, die Hondas waren da immer relativ gut drauf. Und bevor Marquez kam, der auf diesem Kurs sowieso ein Gott ist, hat auch Pedrosa, glaube ich, fast zweimal nacheinander gewonnen. Und jetzt hat was war das? Seit 2013 hat immer Marquez darauf gewonnen. Ja, bei der KR3 vergesse ich jedes Mal, wie gut die auf der Bremse ist. Okay, war kein guter Start. So, reicht das? Ja, es reicht. Sehr schön. Ah, heute klappt alles, wie es soll. Im Moment. Im Moment. So, schauen wir uns auch diese Fotos an. Repsol Honda. Das dürfte nur McDuan sein. Das ist auch die NSR 500. Ja, kann niemand anders als McDuan sein. Gut, also. Dann haben wir hier noch Arcade, erst in Estoril, erst in Valencia, erst in Phillip Island und erst in Sepang. Dazu noch Brno, dann Zeitrennen zu Suzuka, Mugello, Phillip Island 1.35.5 fahren, Valencia 1.38.5, danach Legendenrennen, mehrere Stück, eine ganze Saison und alle Herausforderungen. So. Dann schauen wir mal hier. Da haben wir jetzt noch einige Duelle, die wir machen können. Und da schalten wir Fahrer frei. Das ist natürlich dann auch eine Sache. So, Tetsuya Harada besiegen mit der Aprilia RS3. Na, das wird kein Zuckerschlecken hier. Das wird kein Zuckerschlecken. Ah, Pramaconda, richtig. Die Brille bin ich relativ wenig gefahren. Windschatten muss doch mal etwas bewirken hier. Also ich dachte, die Aprilia sei bekannt dafür, eine gute Kurvenlage zu haben. Und davon merke ich jetzt nicht so viel. Harada fährt mich förmlich an die Wand. Thank you.
Nö. Nö, 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 nö. Du bleibst schön hinter mir. Und damit habe ich gerade mal Bronze. Na, das wird ein Fest. Das wird ein richtiges Fest, wenn ich da jetzt das noch ganz auf noch Silber und, Gold schaffen muss. Boah, ich bremse immer zu spät. Das Ding ist auf der Bremse wirklich eine Katastrophe, da klappt gar nichts. Also ist Paul Ricard nicht unbedingt eine Strecke, die ich gerne mag. Aber lief schon mal einiges besser hier. War ich ganze 2 Sekunden schneller. So. Dann noch auf Gold und das wird dann eine richtig schwierige Sache hier. Aber egal. Müssen wir natürlich trotzdem hier unser Bestes geben. Okay, zu hohe Tourenzahl. Schatten ziehen, so gut es geht, ziehe ich leider schon keinen mehr. Ist so schnell auf der Geraden. Richtig komische Linien fahren. Das ist natürlich nicht vom Vorteil hier. Aber geschafft. Und damit haben wir die Goldtrophäe hier. Tetsuya Harada mit Nummer 31 auf der Pramaconda Racing Team. Am 14.06.1970 geboren in Chiba und 1999 beim 250 Kubikrennen teilgenommen. Ich glaube, das hat er sogar gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nur, dass irgendein Japaner das erste Motorradrennen hier gefahren ist. Und gleich mal gewonnen hat. So, jetzt geht's auf ein rein japanisches Duell. Ich muss Norik Abe besiegen, und zwar mit Daichiro Kato.
den 250er Weltmeister von 2001. Das ist ein Jerez, ist eigentlich eine der Strecken, die ich ziemlich gut kann. Mit dem Motorrad. Wobei man aufpassen muss, ich glaube, dass der Giro Katzgar im Jerez mal ein Rennen gewonnen hat. Zumindest hat er hier immer wieder mal gute Ergebnisse gezeigt. Ich weiß nicht, wie viele GPs Abe gewonnen hat. Ich glaube, es waren zwei. Oder waren es sogar drei. Ich hätte gedacht, zwei waren Suzuka, aber zumindest ein ganz bestimmten Suzuka. Ein dann Brasilien, Jacarepaguá, wie die Strecke heißt, das ist der Nelson Piquet-Kurs. Und ansonsten, ja, wird es schon ein bisschen schwierig. So, 1,47,4 gefahren und damit Norik Abe freigeschalten. Fährt mit der Nummer 6 im Antenna 3 Yamaha Danta Team. 7.9.1975 geboren in Tokio. Und beim 500 Kubik GP 1994 in Japan teilgenommen, wo er schon fast gewonnen hätte, aber glaube ich kurz vor Schluss gestürzt ist. War eines von Rossis Vorbildern, deshalb hat er sich früher mal Rossi Fumi genannt. Weil der Spitzname von Norik ist nur ein Spitzname, eigentlich heißt er Norik Fumi. Und Rossi hat es dann auf seinen Nachnamen projiziert, weil er Abe gut fand. Und ja, später waren sie dann Markenkollegen, nicht Teamkollegen, obwohl sie eigentlich das dasselbe lackierte Bike hatten. Das war damals eine ganz lustige Sache, 2004. Da gab es zwei Yamaha-Teams. Das war das Werksteam mit Rossi und Checker. Und dann gab es noch das Tech Duar-Team. Weil ich glaube, das Dante-Team. Das Antenna 3 Team hat sich da schon verabschiedet. Ich weiß nicht, wie lange die gefahren sind, 2002, 2003 herum. Irgendwann haben sie sich verabschiedet. Ja, jedenfalls war es dann ganz lustig, weil Ross ist da mit der normalen Yamaha-Lackierung gefahren. Der Galois, der Blauen. Und Checker ist mit der Fortuna Lackierung gefahren. Also so ein rot-graues Bike, so wie eben die Gresini hier. Dann umgekehrt bei Tech Trois ist Marco Melandri mit der Fortuna-Lackierung gefahren und Abe hingegen mit der Galois-Lackierung. Das war lustig. Und ich dachte damals, es sei ein Scherz irgendwie. Es kann ja nicht sein, dass Abe Rossis Teamkollege ist, weil es steht ja überall eigentlich anders, dass Checker der Teamkollege von Rossi war. Dann habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und tatsächlich, die waren anders lackiert. Wie genau die das eingefehlt haben, weiß ich nicht, aber es war ganz
komisch und ganz lustig zu sehen. Vor allem noch mit einem Kundenteam das Ganze noch zu regeln. Das fand ich ja krass, wenn als einzelner Fahrer da zwei Lackierungen zu fahren, das ist nicht unüblich. Das sieht man heutzutage bei LCR, wo ja Crutchlow LCR Castrol fährt, also mit Castrol Lackierung oder mit Castrol Sponsoring, besser gesagt, und wie heißt der andere? Nakagami, genau. Nakagami hingegen fährt dann mit der Idemitsu Lackierung. Das sind zwei komplett unterschiedliche Lackierungen. Das ist ja nicht unbedingt unüblich. Das wäre auch in der Formel 1 so gewesen, 1999, wenn das erlaubt gewesen wäre. Dass Jacques Villeneuve bei BAR mit diesem rot-weißen Design gefahren wäre und Zonta mit dem blau-gelben. So hätte man es eigentlich haben wollen. Aber das wurde von der FIA nicht erlaubt. Jetzt mussten beide Autos die gleiche Lackierung haben. Dann haben sie eben die ganze Lackierung so aufgesplittet. 47,2 muss ich fahren. Das ist ja noch schneller als damals bei der Silberfahrt. Es ist auf jeden Fall möglich, dass ich das kann.